Also ich bin Miriam, ich bin Sängerin und Bassistin von Dilemmas. Das ist eine Band, die aus Zug kommt und Bern. Wir machen eine Art Power-Pop-Punk, so schwierig sich selber zu beschreiben. Wir bringen jetzt am 20. Januar unser zweites Album von Mäte in der Schweiz und das ist «Bitte zurückgeht». Und ja, wieso heisst es so? Albumtitel auszusuchen ist immer eine schwierige Sache. Weil es beim ersten Album sehr schwer hat, darum hat es auch Dilemmas einfach geheißen. Okay. Jetzt haben wir von uns einen coolen Titel. Und Garden Town ist ein Roman an unsere Heimatstadt Zug. Weil wir finden, dass Zug in der Schweiz ein natürliches Rebengarten ist. Bei uns ist alles zu Hause. Bei uns kannst du aus dem Haus gehen, die Türen offen lassen. Das Gleiche habe ich aber auch den Eindruck von der Schweiz in der Welt. Wir sind wirklich in der Schweiz, wir haben so etwas als friedliches Land. Und wenn wir dann wirklich wählen, dann ist es eine Art Schrebergarten. Das ist ein schönes Bild. Ja, das haben wir echt gedacht, das passt wunderbar. Also Greetings from Garden Town. Zudem wohnt der Gitarrist Philipp und die Gitarristin Isabella in der Gartenstadt in Zug. Das ist ein ganz schönes Quartier. Und das habe ich wie neu entdeckt für mich erst vor zwei Jahren. Und das hat mich auch sehr inspiriert, um zu unterbeschreiben. Wir haben auch A Long Way to Garden Town, das ist eigentlich schon so auf dem Album. Und der hat mich zum Abendtitel geführt. Okay. Wie tust du dich von Sachen inspirieren, wenn du sagst, das inspiriert? Mich inspiriert sehr viel. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo immer Musik gelaufen ist. Ja. Mein Vater und meine Mutter die haben eine große CD- und Vinyl-Sammlung. Ja. Und darum habe ich von Anfang an Musik in mir immer wieder gehabt. Sie hat zwar nicht selber ein Instrument spielen, aber sie haben echt die Liebe zu der Musik weitergegeben. Und das ist etwas, was mich bis heute noch prägt. Das Musik, die ich immer gehört habe, kann mich von allem inspirieren. Ich habe aber keine fixen Vorbilder. Also ich könnte nicht sagen, ich will genau so sein wie diese Person. Wäre glaube ich komplett falsch. Man muss sich selber finden. Wie kommst du das? Ja, was sind das für Gefühlswerte, die du dann manchmal, wenn das plötzlich kommt, wenn das so einschlägt? Und dass du das dann an einen Song kannst reintragen, dass du eben kannst, die Gefühle kannst umsetzen kannst? Sehr intensiv, das ist ein sehr cooles Gefühl. Also wenn du wenn du ein Riff schreibst, das kann man, also theoretisch kannst du ein Songgerüst in 2 Sekunden geschrieben haben, also bang, und dann hast du das Riff und dann hast du vielleicht schon einen Refrain gegeben. Das Ausarbeiten, das dauert mir auch länger. Das ist eine Finesse-Arbeit. Man schaut, hey, was braucht es überhaupt etwas? Ja. Wie könnte man das interessanter gestalten? Das ist dann wirklich ein Prozess. Für mich ist Schreiben sehr etwas Wichtiges, aber etwas, wo anstrengend ist. Also es nimmt viel bei. Aber es ist schön. Also ich bin extrem froh, dass ich kann so schreiben. Ja, das kannst du umsetzen, dass du gar nicht mehr die Gefühle hast. Dass es mir rauskommt und ich kann das umsetzen in einem Song. Mhm. Das ist echt schön. Wie weißt du, dass ein Song etwas braucht? Oder wie funktioniert die Schliffarbeit an einem Song? Mhm. Das hat viel mit dem Bauchgefühl zu tun. Ja. Immer wieder hören. Mhm. Das ist etwas, was ich wirklich, also Demos höre ich, meine eigenen Demos höre ich oft, um eben zu sagen, zum Beispiel plötzlich hockst du im Zug und dann hörst du den Song und plötzlich merkst du, ah, das fehlt. Für das musst du es aber vielleicht 30 Mal gehört haben, bis du überhaupt auf die Idee kommst. Und auch sehr, sehr wichtig ist der Produzent. Mhm. Das ist eigentlich der Produzent, der zum Beispiel sagt, schau, geiler Song, inzwischen würde ich aber die Gitarre noch ein bisschen anders spielen, weil dann kommt es ein bisschen. Und da hat unser Produzent der Rolli also einfach einen tollen Job gemacht. Er hat genauso die gewissen Inputs gebracht, die es braucht. Gewisse Songs brauchen nichts, gewisse Songs brauchen aber wieder ein bisschen mehr. Also man muss wirklich auf jeden Song einzeln eingehen. Das Baby. Genau. Ja. Jeder Song hat seine eigene Welt und die muss man dem auch geben. Und also nur du bist Songwriter? Ich bin bis zu dem Album wirklich nur Songwriter gewesen. Jetzt auf dem Album haben wir in der Band auch viel probiert, viel auseinanderbeindelt am Song. Und mein Bruder hat auch Inputs gegeben mit Gitarre-Riffs. Also ich konnte zum ersten Mal auch mal über ein fremdes Riff schreiben. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, wie kannst du unter Druck schreiben? Also das heisst, dann und dann haben wir bis die neue Platte rausgekommen, bis dann und dann müssen wir so viel Text schreiben. Also Druck ist schon mal etwas falsch. Also, das haben wir gelernt in diesen 8 Jahren, fast 40 Jahren, das schon gibt. Du hast dich selber nicht unter Druck gesetzt. Das bringt nichts. Das ist die Kreativität. Das muss entspringen. Genau. Klar setze ich miteinander schon so wie einen groben Zeitplan, und ich weiss, okay, am Anfang 2010, ich will spätestens die 1,5 Jahre das Album rausbringen. Das muss ich offensichtlich als Songwriting ankommen. Und dann ist der Fokus auf unseren Live-Konzert, wo wir wirklich versuchen,
Zeit nehmen für mich, wie so etwas und dann zu entwickeln. Jetzt muss man sich wirklich auch Zeit einplanen, aber Stress bringt Druck. Wir haben ja keinen Druck, wir sind unsere eigenen Geschäfts. Also, ja. Wir können es so machen, wie wir wollen, wenn auch immer, und das ist eine schöne Freiheit. Wie sind die Beziehungen zu deinen eigenen Songs? Also Songs, die du früher geschrieben hast, wenn du die jetzt wieder hörst, oder? Wo willst du noch hin? Ich bin immer am weiter versuchen, weiterzukommen. Und wenn ich jetzt Songs höre, die ich zum Beispiel 8 geschrieben habe, dann gibt es schon gewisse Songs, die ich plötzlich merke, Scheiße, genau das hat mir gefällt. Ja, das ist nicht oder? Ja. So. Aber jetzt gerade auf diesem Album habe ich diesen Prozess eben, und das habe ich genau gewusst, diesen Prozess schon vor der Aufnahme gemacht. Bei mir wirklich selber. Ich habe gesagt, jetzt tu das mal als Final angesehen, aber du es gleich nochmal überdenken. Ja. Oder was gäbe es noch, was könnten wir noch? Und genau diesen Fehler habe ich versucht zu gehen auf dem Album. Das ist für mich gut. Eben, wie gesagt, ist eben auch noch, wie weißt du, wenn jetzt ein Song, jetzt ist der Moment, jetzt ist er perfekt, jetzt braucht es nichts mehr. Weil man kann ja dann wie, jetzt braucht es das, wobei das gar nicht würde brauchen. Wie weißt du das? Das weiß ich eigentlich nie. Das ist aber das Schwierige. Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Da hilft aber eine Band und der Produzent, dass man dann zusammenhockt und sich verarbeitet. Und darum ist das mal sehr hilfreich gewesen, dass unser Produzent uns sehr nahe steht. Wir kennen den Rolio seit Jahren. Und durch das hat er auch haargenau gewusst, wenn ich sage, ich finde, das Riff muss ein bisschen wie eine Gitarre, wenn sie im Lift irgendwie gespielt wird, dann weiss er, also man hat das Design. Ja. Wenn du eine Präferenz nimmst, dann weiss nicht, ich rede dann meine andere Sprache, oder? Ich rede eine andere Musiksprache. Und das sind so gewisse Barrieren, die extrem schwierig sind, wenn man das Album will machen. Vor allem, wenn man selber gute Vorstellungen hat, was man eigentlich will. Und kann es überhaupt nicht hilfreich sein, wenn du extern hast oder irgendwie ganz ein anderes Bild für die Band hast. Kann gut sein. Kann auch neu sein, aber jetzt gerade bei dem Album haben wir gewusst, jetzt machen wir mal ein Album, wie wir sind, wie wir wollen sein. Ja. Und es kann eigentlich auch verunsichern. Also, es kann auch verunsichern, aber irgendwann muss man dann auch mal sagen, so jetzt ist es gut. Das ist unsere Identität. Ja. Ja, und genau darum machen wir auch Musik. Wir machen Musik für uns, oder? Ja. Also, unsere Musik rauszubringen. Und nicht, wir sind nicht irgendwelche Püppli, die andere Leute Song spielen. Und, ja. Aber der andere kann nichts. Nein. Das wäre völlig der falsche Ansatz. Ich muss schnell zur Erklärung. Ein Riff ist eine Gitarre. Bring! Okay. Es kann irgendetwas sein. Ein Riff kann sein, dass einfach eine Gitarre so macht. Okay. Kann kurz sein, es kann aber auch eine Single-Note-Line sein, das heisst, es wie eine Ein-Ton-Linie auf der Gitarre. Also okay. Ich schreibe sehr gerne mit einer ganz simplen Gitarre. Gitarre, alles englische Wörter, Gitarre-Inputs, aber das Auseinanderfielen ist eine andere Geschichte. Oder wie wird aus einer dann wirklich ein Song? Ja. Das fix. Du musst mich. Das ist Gitarre. Das ist mit Bass-Gitarre. Also, ich spiele Bassgitarre auf der Bühne, ja. Singe auf der Bühne, das kann ich also einigermassen. Dann spiele ich ganz schlecht Gitarre, aber so schlecht, dass es nur lange für mich sonst schon wieder also ist auch Impro und so. Ja. Dann mache ich ganz simple Sachen, ganz simple. Ja, es kann ein Ton sein, zwei Töne kombinieren, und ich dann spiele und es lange auch. Ich glaube, dass ich ganz gut Gitarre spielen kann. Gibt es mir eben viel mehr Wege. Ich kann alles machen mit der Gitarre, wo ich nicht so viel kann. Da bin ich, wo seit x Jahren Akkorde schrummen, die bleiben immer auf dem hängen, auf dem sie kommt. Und ich kann einen anderen Aspekt, weil ich vom Bassgitarre spielen kann. Und ich kann auch Keyboard lernen, also ich komme auch vom Tasteninstrument her. Und vom Gesang noch. Und ich spiele einfach für mich hobbymäßig ein bisschen Schlagzeug. Aber das ist mir ziemlich schlecht. Wann hast du erst mal gemerkt, dass das gut für sie? Das habe ich gemerkt, nachdem ich 4 Jahre gesungen habe. Also den Gesang musst du auch immer anfangen. Ich habe jetzt, glaube ich, 11, 12 daheim angefangen, Zähles in meinem Zimmer. Und das war dann peinlich für mich und meine Umwelt. Aber nur das bringt dich ein. Ja. Und ich habe nie Gesangsunterricht gemacht, das wird nicht. Ich habe einmal einen Tagesworkshop besucht, über Gesang. Und
Ich habe einfach immer gewusst, ich wollte einen gewissen Klang haben in der Stimme. Das ist etwas, das du nicht mit dem Mund kannst bekommen, auch nicht in einem Jahr, sondern das ist etwas, das bei mir jetzt 4-5 Jahre drin ist. Ja. Das ist wirklich etwas langfristiges. Aber bist du zufrieden? Ja, voll. Also, ich konnte jetzt auch gesangsmäßig bei diesem Album in die Richtung gehen mit mir. Welche sind die schönsten Momente in einem Konzert? Alles. Also ich liebe Konzerte, ich liebe es, darum mache ich es. Also, ich liebe es, den Abend vorher sich zu freuen, auf das Konzert, den Morgen aufzustehen. Sogar das Büsschen beladen mit dem Material, was eigentlich aufwendig und anstrengend ist und blaue Flecken verursacht. Dann, wenn du im Konzert ankommst, so die ersten Ambiente, wenn du den Club schon kennst, dann ist es nicht mehr so ganz entlegen. Ja, wenn du einen ganz neuen Ort kommst, ist es schon eindrücklich. Und ich kann sehr gerne sagen, also ich kann wirklich alles gerne Konzert. Das ist alles sehr schön. Auch egal, ob jetzt 5 Leute oder 3000 dort stehen. Mir ist das nicht egal, aber für mich macht es keinen Unterschied auf der Bühne. Weil ich mache mein Konzert. Wie ist das mit Kommunikation zum Publikum? Das ist etwas, was man lernen muss. Aber wo nicht so aufgesetzt sind. Also ich glaube, alle, die probieren, möglichst zu interagieren mit dem Publikum, nur damit es gemacht ist, das ist unglaublich peinlich. Jetzt haben wir auch Songs in unserem Set, wo man gut mit dem Publikum spielen kann. Das heisst, wenn es so Sing-along-Parts, wenn ich etwas sage, dann das Publikum mir eigentlich das zurückruft. Es gibt wirklich so Parts in den Songs. Und das ist jetzt etwas, was wir schon ein paar Mal ausprobiert haben und das kommt vom Publikum, die machen wirklich mit. Ja. Das ist natürlich mega cool, wenn man mit dem Publikum etwas machen kann. Ohne dass es Genau, ja. Weil ihr kennt, das ist nicht so cool. Wie sind so die letzten Sekunden oder je nachdem die Stunden genau vor dem Auftritt? Wir haben ja jetzt auch schon 3 Konzerte gegeben. Ja. Das heisst Nervosität. Habe ich auch. Gewisse Anspannung oder gewisses Kribbeln, wenn du auf die Bühne gehst, das ist rum und das ist wichtig. Das gehört dazu, sonst wärst du fast mit den Tränen auf die Bühne. Das wäre auch nicht optimal. Ich habe zeitweise immer ein bisschen Mühe mit dem Magen. Und das ist, glaube ich, mein Nervensystem schlägt mir wenig mit dem Magen. Das heisst, ich kann dann nicht so gut essen vor dem Konzert. Ja, ich würde gerne. Das ist eigentlich das Einzige, was ich manchmal spüre. Und dann auf die Bühne gehen. Sobald also, eigentlich der erste Schritt auf die Bühne machst, ist alles. Alle das Konzert ist für mich körperlich jeweils auch ein bisschen anstrengend. Ich bewege mich ziemlich gerne und brecht. Also ich bin mich immer wirklich auf der Bühne, auch mit dem Gesang gleichzeitig mit dem Bass. Das ist wirklich etwas, das körperlich merke. Und dann gibt es meistens Konzerte, gerade wenn es noch 30 Grad ist im Raum, wo du wirklich einfach flatschnass nach dem letzten Song gehst. Wenn du Backstage kannst du stürchen, eine Flasche Wasser auf die Bühne und dann geht es aber wieder. Also, es ist aber schon immer auch ein selbstkritischer Moment, wenn man ab der Bühne geht. Das erste, was ich mache, ist fragen die Band, wie ist es gegangen bei euch? Und dann kann ich schon mal abschätzen, weil für einen selber weiss ich dann schon, wie ist es war. Aber ich weiss nicht, ob jetzt der andere die ganze Zeit müssen kämpfen musste, weil ihm irgendwie die ganze Zeit den Monitor abgeht. Das ist etwas, was man manchmal erst erfahrt, wenn man auf der Bühne so wirklich verpannen. Das kommt mir manchmal halt, weil ich zu vorderst stehe und gar nicht mit. Und dann ist mir immer wichtig zu hören, wie geht es der Band? Die Band geht gut, okay, dann mal. Wie ist die Beziehung so zwischen euch und der Band? Schuss, wenn ihr dann am Vater seid? Und dann direkt die Moment, die Stunde auf der Bühne? Wir sind sehr harmonische Band. Wir haben es wirklich sehr gerne. Mein Bruder spielt die Band mit. Wir haben eine schwimmische Band. Und der Dani ist ein Schlagzeuger, ein sehr, sehr toller Mensch. Und wir haben wirklich uns langsam ein Bandgefühl aufgebaut, das einfach cool ist, einfach wirklich kreativ ist, das konstruktiv ist, das uns auch wirklich vorwärts bringt. Und auf der Bühne, es ist so, ich meine, wir können nicht reden wirklich miteinander auf der Bühne, aber gleich, es ist ein extremes Band. Also ich weiss, wenn ich auf die Bühne gehe, die Schlagzeuge und Dani der Bratsch, dann kann ich 300% dahin auf das verlassen. Ich weiss auch, die Gitarristin und Gitarrist, das verhebt, die machen ihren Job. Yeah. Und es gibt manchmal gewisse Augenkontakte. Und das Lustige gibt es ja schon, wenn ich sage, schau bitte auch mal zu mir. Ich
bin ja konstant mit dem Publikum eigentlich am Arbeiten. Und da gibt es manchmal so vielleicht 3 Augenkontakte im ganzen Set, aber die sagen extrem viel aus. Ja. Wenn ich sie anschaue und sie geben mir ein Lächeln, dann weiss ich, sie stimmt. Wenn ich sie anschaue und sie geben mir kein Lächeln zurück, schaue mich aber an, dann weiss ich, ich glaube, ich muss nach dem nächsten Sommer schauen, ist echt ein Wackelkontakt oder ist der Monitor nicht gut bei ihr? Also das sind ganz eigentlich auch recht wichtige Momente, wo man nicht reden kann. Ja. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache, das ist jetzt billig. Wo wollen wir, wie wollen wir euch entwickeln und wo wollen wir noch? Wir haben uns jetzt auf das Album, finde ich, eine gute Richtung entwickelt. Genauso wie Sven. Ja. Wir bringen jetzt auch auf dem Schlagzeug in Leben, also zum Beispiel. Es ist sehr viel wirklich Eigenart, die wir jetzt da reingesteckt haben. Und unsere eigenen Träume verwirklichen und nicht träumen von irgendeinem grossen Lehrer oder einem grossen Produzenten, sich selber dann via uns verwirklichen. Wir werden jetzt eben das Album rausbringen, wir spielen einige Konzerte, das ist vor allem sehr im Frühling, wir werden auf Tschechien ein paar Konzerte gehen. Ja, genau. Ab dem Sommer werden wir ins Ausland gehen, Deutschland ist dann die nächste Ziel. Ja. Also so viele Konzerte, so viel mehr. Und einfach weiter. Und irgendwann sind wir 80-jährige rockende Omas und das wäre nice. Das ist, ja, eben genau. Was würdest du sonst machen? Was würdest du jetzt sonst machen, wenn du jetzt die Band hättest? Ich würde Musik machen. Sonst gibt es eigentlich nicht. Entweder ist Musik oder gar nicht. Ja, das ist gut. Ich bin so weit. Hast du etwas, was du unbedingt jetzt noch? Etwas, was noch nicht viel vergessen hast, was noch wichtig wäre? Nein. Also, vielleicht Homepage noch einbauen? Ja, genau. Das kannst du direkt in die Kamera sagen. Unsere Homepage ist www.dileilasmusic.com und wir sind auch auf Facebook/dileilasmusic. Oder einfach googeln. Das funktioniert gut. Stimmt, jetzt habe ich mich gefragt, wie sind wir zu deinem Mama gekommen? Was das bedeutet das? Ganz unspektakulär. Also, wir haben eine Mama mit D und dann haben wir Diversion gehabt. Diversion mit den Scheiße. Mit D? Einfach so das Grundgefühl. Dann haben wir echt die Dictionary aufgemacht, so ein D und dann ist Diversion gewesen. Diversion ist aber nicht so cool, das Deutsch heisst Scheiße. Und dann ist eine Kollegin gekommen, die die Leine hat. Mhm. Deutsche? Ja. Ist feminin? Ja, D, ich weiß nicht, wie sie redet. Mit D ist irgendwie auch schon. Genau. Wieso schreibt ihr euch Liebes, D, klein oder Wir haben im letzten Album das D groß geschrieben. Also alles groß geschrieben? Ja, eben, gell. Ja. Ich habe es gesehen. Und dann irgendwie, wir haben wirklich umprobiert und gefunden, so, irgendwie sind wir nicht auf dem Kleinen. Das ist einfach ein Bauchgefühl scheitert. Ja. Das grosse D kommt aber vielleicht fast ein bisschen zu brachial wieder. Ja. Es ist eigentlich wie so, es fehlt etwas. Es ist eigentlich, wenn es ja das Gleiche umgekehrt wäre, wäre es dann X-Reise, dann wäre es wieder geschlossen. Aber das ist super, das gefällt mir auch gut. So die Stimmung vom Himmel. Ja, schön. Das ist eben in der echten Schrebergarten in der Gartenstadt. Ah, okay. Ja, dann ist es natürlich umso mehr.